Herzlich willkommen im Jahr 2100. Wir schauen zurück auf die Klimasimulation des frühen 21. Jahrhunderts. Der Klimawandel hat unseren Städten massiv zugesetzt mit extremen Auswirkungen, die wir uns jetzt mal anschauen. Denn innerhalb der vergangenen 80 Jahre schaffte es die Weltbevölkerung nicht, auf Kohle, Öl und Gas zu verzichten. Die Temperatur in den Sommermonaten, sie ist deutlich gestiegen. In Berlin liegen sie jetzt im Vergleich zu 2017 im Schnitt um 6 Grad höher. Das heißt auch mehr heiße Tage mit über 30 Grad. 14 heiße Tage waren es damals durchschnittlich in Berlin. Heute, 2100, sind es mehr als doppelt so viele, nämlich 34 Tage. Die Hitzebelastung ist sehr groß. Wir leiden immer mehr an Asthma, Herz- und Kreislaufbeschwerden. Berlins Durchschnittstemperatur lag 2017 bei 22 Grad im Sommer, heute bei 28 Grad, vergleichbar mit dem damaligen Bukarest. Dabei liegt die Hauptstadt Rumäniens 8 Breitengrade weiter im Süden Europas. Städte haben generell das Problem, dass sie sich stärker aufheizen als die Stadtränder. Das liegt an den dicht bebauten Wohnvierteln und versiegelten Flächen. Regelmäßig kam es zu Hitzestaus. Experten bezeichnen das als Wärmeinseleffekt. Stadtplaner entwickelten bereits 2017 Konzepte, um Berlin anzupassen. Straßen- und Häuserblocks, die Hitze besser aus der Stadt leiten. Mehr Grünflächen wurden notwendig, auch vertikal entlang der Fassaden. Und die Starkregenereignisse wurden auch extremer. Mit jedem Grad der Erwärmung stieg die Gefahr um 10%. Das Wetter ist mittlerweile extrem. Und das war im Sommer 2017 schon spürbar. Extreme Gewitter bringen entsprechend hohe Windstärken mit sich. Damals waren in Berlin breite Straßenzüge angelegt, mit der Folge, Häufigkeit und Stärke von Orkanböen nahmen zu. Auch die Tier- und Pflanzenwelt hat sich verändert. Viele Arten sind ausgestorben und konnten sich der Hitze nicht anpassen. Die heute verbreiteten hitzeresistenten Pflanzen lösen extreme Allergien aus. Im Jahr 2017 leben Sie bereits in einem veränderten Klima. Die globale Mitteltemperatur stieg in kurzer Zeit, da jahrzehntelang gigantische Mengen an Treibhausgasen ausgestoßen wurden. Ozeane versauern, die Luft- und Meeresströmungen ändern sich, die Arktis wird in absehbarer Zeit eisfrei und die Antarktis schmilzt. Die Gletscher schrumpfen weltweit. Grönland verliert von Jahr zu Jahr riesige Eismengen und der Meeresspiegel steigt immer schneller. Innerhalb nur einer Menschengeneration ist die Temperatur auf der Erde rasant gestiegen. Das passiert in Erdzeitaltern gemessen in Rekordzeit. Die Erde verändert sich und das ganz klar zu unserem Nachteil. Damit diese Animation nur Fiktion bleibt, müssen wir jetzt handeln. Viel Zeit bleibt nicht. El cambio climático es el desafío más apremiante que enfrenta la humanidad. La evidencia científica indica que la tendencia en el aumento de la temperatura del planeta se atribuye en gran medida a la actividad humana. Los impactos del cambio climático ya son una realidad en las ciudades, donde se genera el 70% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Además, sabemos que hacia 2050, cerca del 80% de la población del mundo vivirá en otros centros urbanos, por lo que la batalla contra el cambio climático debe iniciar en las ciudades. De no tomar acciones ahora, las consecuencias podrían ser catastróficas para el medio ambiente y se afectaría en gran medida la calidad de vida de todos los habitantes del planeta. Afortunadamente, podemos evitar que estos escenarios se vuelvan una realidad. Cada vez son más las ciudades del mundo que han asumido el compromiso y la responsabilidad de tomar acciones concretas para hacer frente a este reto. Más de 600 ciudades que representan a cerca de 500 millones de habitantes en el planeta se han comprometido a mitigar las emisiones de contaminantes responsables del cambio climático. Debemos repensar el modelo de desarrollo de las ciudades hacia un desarrollo verdaderamente sustentable, que además contribuya a reducir inequidades sociales y promueva la equidad de género. Invito a las ciudades del mundo, a los ciudadanos, a trabajar juntos por un futuro sustentable, resiliente y bajo en carbono. Estoy convencido de que con acciones locales podemos alcanzar metas globales y lograr un mundo mejor para nosotros y para las siguientes generaciones.